Oh, großer Häuptling, wir finden Bleichgesicht nahe Brücke. Bleichgesicht laufen und lauern. Wir gefangen genommen und hier zu dir bringen. Gut gemacht, Patschi Adler. Du haben wieder bewiesen, du haben die Geschicklichkeit eines Wolperdingers, die Intelligenz einer Schnecke und die Schnelligkeit der Seespinne. Was mit ihm machen? Fesseln Bleichgesicht an Marterpfahl. Viel Zeit ist vergangen ohne Opferungen an die Götter. Deswegen bei Sonnenaufgang wir ihn skalpieren. Skalpieren, ich gesagt haben? Hehe, wollen wir ihm vielleicht die Wimpern skalpieren? Lasst mich frei, ihr Mamelucken! Lasst mich frei! Du nicht mehr frei! Du unser Land betreten und jetzt Folgen tragen! Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass dies euer Gebiet ist. Ihr solltet es wenigstens markieren. Wir skalpieren Bleichgesichter. In deinem Fall keine große Möglichkeit. Wir müssen uns mit wenig begnügen. Was soll's? Heute Nacht, du werden geopfert den Göttern. Großer Häuptling hat gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich hier rauskomme, aber eines ist sicher. Wenn ja, muss die Vollpfeife Bakterius sich warm anziehen. Guten Tag. Ah, guten Tag, mein Freund. Wie läuft das Geschäft? Hundsmiserabel. Haben Sie das Angebot nicht gesehen? Ich musste die Preise, wer weiß wie, senken. Na sowas. Warum denn? Schuld daran ist der Stamm am anderen Flussufer. Sie skalpieren hervorragend. Und wer geht schon zum Friseur, wenn er keine Haare hat? Wem erzählen Sie das? Ich bin ja nicht blind. Was soll's? Jedenfalls sind die Indianer seit ein paar Monaten etwas pikiert und skalpieren ständig Leute. Und ich verliere meine Kunden. Also habe ich Reklamebroschüren drucken lassen, die Preise gesenkt und habe sogar rund um die Uhr geöffnet. Aber nichts hat geholfen. Wenn das so weitergeht, muss ich schließen. Sie haben rund um die Uhr geöffnet? 24 Stunden am Tag? Ja klar, ich bin immer hier. 24 Stunden am Tag, seit 40 Tagen. Unglaublich. Und was machen Sie, wenn Sie schlafen müssen? Reine Willensfrage. Nur umziehen würde ich mich gerne mal. Mein Kittel starrt schon vor Dreck. Ich habe ihn seit 2 Monaten nicht mehr wechseln können. Warum? Haben Sie keinen Ersatz dafür? Ja, aber ich habe ihn zur Wäscherei gebracht und so wie die Dinge liegen, kann ich hier nicht weg. Ich darf keine Kunden verlieren. Wenn Sie möchten, kann ich ihn für Sie abholen. Das würden Sie für mich tun? Claro, vertrauen Sie mir. Hier haben Sie den Bon. Die Wäscherei ist neben dem Büro des Sheriffs. Sie können sie nicht verfehlen. Danke. Bis bald. Bis später. Ich möchte dies hier abholen. Ah, der Kittel des ehrwürdigen Friseurmeisters. Ich habe ihn schon seit Wochen fertig. Hier ist er. Hallo, hier ist Ihr Kittel. Ach, endlich. Vielen Dank. Ich ziehe mich schnell um, bin sofort wieder da. Würde es Ihnen etwas ausmachen, einen Moment hier aufzupassen? Gehen Sie ruhig. Ich passe hier auf. Wo ist diese Pflaume hin? Hoffentlich kommt er rechtzeitig zurück, um mich zu befreien, bevor die Typen mir die Haut in Streifen abziehen oder ähnliches. Okay, ich nehme etwas Material aus dem Frisiersalon mit.
Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht schneide. Völlig sinnlos. Nichts. Leer. Leer. Perfekt. Jetzt lässt sich problemlos ein Stück rausschneiden. Das klappt nicht. Ich stelle das Glas darunter, damit der Saft hineinfließt. Mal sehen. Es funktioniert. Jetzt ist der Saft im Glas. Guten Tag. Ah, guten Tag, mein Freund. Bis bald. Bis später. Leer. Einen Moment, Chef. Ich befreie dich bald. Du hast dir aber Zeit gelassen, du lahme Schildkröte! Ein Momentchen noch. Fertig. Siehst du, Jeff? Jetzt bist du frei. Frei wie der Vogel im Wind. Sei leise, du Esel, oder sie werden es merken. Hey, was sein das denn für ein Lärm? Oh, siehst du, sie haben uns wieder erwischt. Alles nur deinetwegen. Großer Häuptling, wir noch ein Bleichgesicht gefangen genommen. Ha, genial! Manitou, du großzügig sein. Endlich wir guten Skalp schneiden können. Oh je, das ging Bach runter. Was machen mit Ihnen, großer Häuptling? Keine Ahnung. Ich gelangweilt sein, so viele kahle Bleichgesichter zu sehen. Bring alle beide um. Umbringen? Aber... Aber Jeff, was haben wir getan? Ihr Bleichgesichter. So verlogen wie alle anderen. Vor vielen Jahren, ihr haben uns Indianer aus unserem Land vertrieben. Wenn wir Kriegsbeil finden, folgt der Bleichgesichter Bescheid wissen werden, was gut ist. Alle gleich sein, die gespaltene Zungen haben. Ihr sterben verdient. Ich darf aber nicht sterben. Der Arzt hat es mir verboten. Lass mich machen, Fred. Ich bringe sie zur Vernunft. Oha. Jetzt sind wir restlos verloren. Rothäutige Brüder, erlaubt mir ein paar Worte an euch zu richten, um euch eure Fehler klar zu machen. Ja, wir sind Bleichgesichter, aber wir sind nicht eure Feinde. Die Bleichgesichter werden nicht immer Feinde der Indianer sein. Wir können Freunde werden. Manitou hat uns aufeinandertreffen lassen, um das Unfruchtbare fruchtbar zu machen. Ihr seid die Bewohner der großen Ebenen und der weiten Wüsten. Wir haben den Samen, der ohne Wasser keimt. Wo heute nur Sand ist, werden morgen große, lichtdurchflutete Tempel sein, die wir Casinos und Hotels nennen werden. Es wird Altäre geben, Symbole, die den Fremden verrückter machen werden als das Feuerwasser. Dann bringen wir die Boten der Götter zu uns
und lassen sie auf Plattformen ihre rituellen Gesänge aufführen. Und wir nennen diese Versammlungen dann Konzerte. Euer Volk wird schöne Wohngebiete haben, die man Reservate nennen wird. Unsere Vereinigung wird Freundschaft genannt. Unsere Allianz Geschäft. Was sagt ihr nun? Treffen wir eine Vereinbarung? Haha, Bleichgesichter, wirkliche Spaßvögel sein. Bleichgesichter, Plemplem sein. Gut sein. Wir euch Bleichgesichter zu Mitgliedern des Stammes der Rothäute machen. Siehst du, Fred? Da kannst du was lernen. Super, Jeff. Du bist wirklich ein Experte. Und jetzt, da wir Rothäute sind, könnt ihr uns sagen... Nein, ihr noch nicht Rothäute. Vorher wird als Stammesmitglieder beweisen müssen. Das habe ich befürchtet. Ihr müssen Fähigkeit, Haare zu schneiden, beweisen. Wenn ihr gute Scalps schneiden, wir euch in Stamm aufnehmen werden. Heißt das, dass wir einen Scalp bringen müssen, damit ihr uns in den Stamm aufnehmt? So sein. Dann los, Jeff. Lass uns keine Zeit verlieren. Haben Sie niemals daran gedacht, Ihr Image zu ändern? Was ist das denn? Ein Angebot, mir eine Glatze zu schneiden? Vielleicht haben Sie recht. Hat man mir nicht gesagt, ich brauche ein aggressiveres Image? Das wär's doch. Ich lasse mir den Kopf rasieren. Dann werden die besseren Rollen schon kommen. Besser als die von John Wayne. Und eines Tages wird mein Name Kinogeschichte sein. Yul Brynner. Merken Sie sich den Namen, mein Freund. War an der Zeit, dass einer eine Lanze für die Kahlköpfigen bricht. Sagen Sie, Dr. Bacterius, können wir Sie zurückholen? Völlig unmöglich! Man kann den Indefibrillator erst wieder einschalten, wenn Sie das Teledingens aktivieren. Ich verstehe nicht, warum Sie es nicht längst getan haben. Ja, wie ich Sie kenne, sitzen Sie jetzt gerade in einer Bar, einer Taverne oder etwas Ähnlichem. Jemand redet gerade über mich. Meine Ohren summen und jucken.